In Schweinfurt macht Thomas reinen Tisch. Und ich zeige meinen Kollegen heute, dass weniger auch mehr sein kann. Mit Essen ohne viel Shishi. Allerdings war ich ein kleines bisschen enttäuscht, weil mir dann doch irgendwie so ein bisschen der Pep gefehlt hat. Mangelt es wirklich an Raffinesse? Ja, okay, das muss man akzeptieren, ja. Oder an Verständnis fürs Konzept. Ich habe mich immer gefragt, wo willst du hin? Es fängt auch an zu nörgeln. Wochenfinale im Würzburger Wirtewettstreit. Mit je 38 Punkten warten das Frohstoff und zum Brunnenbeck auf die Krönung. Aber noch ist die Thronfolge nicht geregelt. Profikoch Christian Lohse hält heute 45 Kilometer nordöstlich von Würzburg Hof. Freitag heute in Schweinfurt, nicht in Würzburg. Ich war auch noch nie in Schweinfurt. Das ist ja alles sehr bürgerlich, das muss man ganz klar so sagen. Und ich gehe zum Thomas ins Tisch 7. Und ich habe so das Gefühl, dass Thomas sich hier seinen Lebenstraum erfüllt hat. Und bin ganz gespannt, was es heute zu essen gibt. Bisher war es eine gute Woche, also schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall ist hier viel Herz im Spiel. Erzähl doch mal. Ich bin der Thomas. Wir sind hier in Schweinfurt in meinem Lieblingsrestaurant. Tisch 7, mein Second Home. Und ich bin hier der Betreiber. Und das mit Leidenschaft. Das ist immer die beste Aussage. Wenn dein eigenes gar nicht dein Lieblingsrestaurant ist, dann würde ich sagen, brauchst du jetzt gar nicht anzufangen. Angefangen hat Thomas hier im Januar 2017. Ich freue mich jeden Tag so sehr, in mein Restaurant zu kommen, dass sogar manchmal die Leute zu mir sagen, wie gibt es, dass du jeden Tag so gut gelaunt bist? Aber wenn du dir selbst irgendwas geschaffen hast, was für dich einfach perfekt ist, dann ist dieses Gefühl einfach jeden Tag da. Mal sehen, ob der Profi sich genauso pudelwohl fühlt. Tisch 7, wir sind beim Thomas. Thomas! Hey, hallo Christian. Schön, dass du da bist. Aufpassen. Schön, dass du heute bei mir bist. Bist du sehr sicher, ja? Ja. Ich auch. Sehr schon. So, das ist dein Laden, Tisch 7. Genau. Wir sind in Schweinfurt. Ja. Du bist Schweinfurter. Ich bin Schweinfurter. Sehr gut. Toller Laden, hast du schön gemacht. Aber auch genau meine Stilrichtung, das muss ich auch dazu sagen. Dieses Klare, das Präzise, die unglaublich feine Auswahl der Farben. Und wie kommt man auf die Zahl 7? Was hat das zu bedeuten? Die Zahl 7 ist meine Glücks- und meine Schicksalszahl. Ich weiß leider nicht, was mehr. Drum mache ich aus allem das Beste. Mhm. Und die 7 muss natürlich immer dabei sein. Gut, dann lassen wir es mal so stehen mit der 7. Da oben ist sie auch abgebildet. Auf den Tisch kommt hier übrigens moderne deutsche Küche. So, aber du kochst nicht, ne? Wer kocht denn hier? Mein Koch ist der Salvatore und wir haben uns das einfach so aufgeteilt, dass er hinten zuständig ist und ich mache hier vorne den Gastbereich. Das ist ein guter Arbeitsbereich. So, und jetzt kommt die große Frage, was essen wir denn heute Mittag? Wollen wir mal in die Küche gehen? Wir gehen mal in die Küche. Darfst du da reingehen? Oder? Ja, klar. Ich folge dir einfach. Aber bitte unauffällig. Guten Morgen, ich bin der Christian. Ja, servus. Er kommt aus dem Untergrund hoch. Geht's dir gut? Unglaublich, ja. Passt soweit und selbst? Sehr gut, danke schön. Das freut mich. Und das ist ein Waller aus dieser Gegend hier? Das ist ein Waller, den haben wir frisch von unserem Frischhändler. Der bezieht ihn teilweise aus dem Main oder auch von der Rhön. Der Waller ist ein Raubfisch, der im Grund des Bodens zwischen Schilf und so lauert. Kann ziemlich groß werden, 160, 180 Kilo. Also als Speisefisch ein sehr großzügiger Fisch. Aber was ich ganz toll finde, dass er wirklich so frisch ist, das kann man ganz klar hier erkennen an diesem schönen roten Blut. Ne? Genau. Nichts eingefärbt, schön. Also super frisch, ne? Ja, und kein Geruch natürlich, ne? Der ist ganz unglaublich ganz frisch. Gut, ja, sehr sehr gut. Und heute Mittag, was darf ich dann essen? Heute gibt's dann ein gedünstetes Wallerkotelett. Toll, richtig genannt, Kotelett. Es ist ein Kotelett, ja, ist richtig. Mhm. Ist top. Ja, am Knochen gebraten. Ein Kotelett. Kotelette. Kot der Knochen, alles richtig gemacht. Und Waller, überhaupt alle Fische brät man normalerweise an der Grete. Dann sind sie viel saftiger. Und dann machen wir rote Beetekartoffeln dazu. Ja, rote Beetekartoffeln ist für mich so in der Art und Weise etwas ganz Neues gewesen. Und ich bin jetzt ganz gespannt, wie das machen wird. Da habe ich hier schon mal ein paar Kartoffeln vorbereitet. Dann gieße ich das einfach nur dreiviertels auf mit rote Beetesaft. Salz und Lorbeerblatt sorgen für die richtige Würze. 2-3 Wacholder geben wir dann noch mit rein. Und dann lassen wir das Ganze kochen. Und das wird dann ganz runtergekocht? Das dauert jetzt ungefähr 15-20 Minuten. Der Sud geht nicht ganz verschwunden. Verstanden. Und festkochen oder mehlig kochen Kartoffeln? Das sind festkochen. Ja, hätte ich mal so gedacht. Also den groben Unterschied zwischen festkochen, halbfestkochen und mehlig kochen, jeweils für seinen Einsatz. Kartoffelpüree mit mehlig kochenden Kartoffeln, röst die zum Beispiel nur mit mehlig kochenden Kartoffeln
Ich hätte die Schale auch dran gelassen. Ich hätte sie nur gebürstet. So, dann würde ich als nächstes jetzt schon mal den Waller ansetzen. Schritt 1, Karotte und Lauch andünsten. Hier in Form von Julienne. Dann habe ich einen Fischsud angesetzt. Den muss ich probieren, bitte. Okay. Da ist jetzt auch ein bisschen Essig noch mit drin. Ein bisschen Weißwein. Sehr gut. Und das, dann gießen wir da jetzt quasi mit auf. Ja. Der Fond muss richtig einen tiefen Geschmack haben. Keine Angst vor Würzen haben. Entscheidend ist das Endprodukt. Das heißt, der Fisch kommt jetzt, wird der vorher noch gewürzt oder kommt er so in den Bouillon? Der kommt jetzt so mit rein und der wird dann erst am Schluss noch mal gewürzt, weil er kriegt ja jetzt durch den Sud, kriegt er ja schon den Geschmack. Der Profi scheint ganz angetan. Wie das schon jetzt schon gut aussieht, ne? Duftet durch die Kammer durch. Und kochst du deine Fische glasig oder lieber durch? Was mögen die Gäste am liebsten? Sagen wir mal so, wenn ich jetzt den Waller mache, den mache ich noch ein bisschen weiter. Ja. Also nicht so glasig, aber wenn ihr jetzt einen Lachs oder Zander, also das sollte dann schon glasig sein. Ja, und sonst also so ein Knochen, Mittelmaß. Gut. Also das Fleisch ist relativ fest und wenn man ihn in einer Geräte brät, muss man ihn etwas mehr braten als glasig, damit man die Geräte rausziehen kann. Was dem Waller nicht schadet, weil das Fleisch verträgt es, wenn er etwas mehr als glasig gebraten ist oder gekocht ist. Dann scheint Salvatore ja alles richtig zu machen. Bei so viel Lob erröten sogar die Kartoffeln. Das schiebe ich jetzt mal beiseite, weil das ist fertig. Dann kann ich in der Zwischenzeit noch mal schnell nach dem Fisch gucken. Der müsste aber auch fertig sein. Das ist schön, so ein richtig pochierter Fisch in so einem Sud. Ne? Das so. Ist einfach top. Da kann man auch ganz einfach feststellen bei dem Kotelett. Da geht man einfach mal so rein, mit der Gabel zieht man da, sieht man, oh, die Rede geht schon weg, passt. Super. Nun folgt sogleich der nächste Streich, der da wäre. Wir machen eine Meerrettichsoße dazu. Das geht eigentlich ganz schnell. Man nehmen wir einfach von den Sud ein bisschen raus. Und dann gebe ich erstmal so einen Esslöffel mal rein, um mal zu probieren, wie scharf das mit dem Meerrettich überhaupt kommt. Weil zu scharf beim Fisch ist. Zu Fischfond und Meerrettich gesellt sich alsbald noch ein Schlückchen Schlagsahne. Und eine Frage vom Profi. Und wie machst du die Bindung nachher? Gibst du noch ein bisschen Butter dazu? Oder wie machst du das? Butter lasse ich in dem Fall weg. Ich gebe dann jetzt einfach ein bisschen Speisestärke dazu. Sehr gut, top. Bin auch ein großer Fan davon, von Speisestärke. Dann würde ich sagen, nimm Platz. Sehr gerne. Und ich bring dir das Essen da. Vielen Dank, Salvatore, ich freue mich sehr darauf. Herr Lohse, Tisch 7 bitte. So wollen wir jetzt mal gucken, was wir uns da zurechtzaubert, unser Künstler, ja? Jawohl, optisch eine Augenweide, aber auch ein Gaumenschmaus. So, jetzt wird's ernst, ne? Jetzt wird's ganz ernst. Wie hoch war meine Erwartung an seinen Waller? Kann ich dir genau sagen, extrem hoch. Die starke Konkurrenz hat die Messlatte hochgelegt. Können Thomas und Salvatore da mithalten? Das sieht auch sehr gut aus, ne? Also schön sanft gegart, ne? Ich dachte eben im Topf so, ne? Hat vielleicht einen Tacken zu viel. Aber wenn er Gerät ist, muss er diesen Gargart haben, sonst kriegst du die Gerät natürlich nicht ab. Hab schon lange nicht mehr so einen guten Fisch gegessen. Und die rote Beete-Kartoffeln? Für Christian eine ganz neue Erfahrung. Ich bin ja ein Riesenfreund von Kartoffeln. Und so rote Beete-Kartoffeln habe ich tatsächlich noch nie gegessen. In dieser Stilistik noch nicht, finde ich sensationell. Man schmeckt die Kartoffel, man schmeckt die rote Beete, das Erdige. Mhm. Und es ist richtig gesalzen, richtig gewürzt. In der Geschmacksdimension deckst du alles ab. Nicht nur süß, sauer und scharf, sondern wir haben hier die Säure in der Gemüsejulienne durch den Sud. Wir haben den tollen Fischcharakter, nämlich ganz zurückhaltend. Wir haben das Erdige, Kartoffeln, wir haben das Salzige. Und endlich mal kein Zucker dran. Und mit den Kartoffeln, der schönen Meerrettichsoße, allerdings, ich muss dir eins sagen, diesen Geiz bei Soßen konnte ich noch nie leiden. Ja? Also wirklich eine Küche mit Sinn und Verstand. Also ich war jetzt schon guter Dinge, dass es schmeckt, aber dass das jetzt so gut rüberkommt, also da bin ich jetzt echt auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ah, die Woche begann mit einem Knaller, sie endet mit einem Oberknaller. Ich habe selten so einen guten Waller gegessen. Und das Duo Thomas und Salvatore, das ist das Duo Infernale. Gute Gastgeber, guter Raum, sehr gutes Essen. Also so, wie ich das mag. Tolle Weinauswahl. Man erkennt wirklich zwei Oberpuls am Herd. Ich wünsche viel Erfolg bei diesem Wettbewerb. Tschüss.